In Zukunft soll man mit der TV-Fernbedienung mehr machen können, als nur von Programm zu zappen. Die Plattform Digitale Salzburg startet ab Dezember mit einem Versuchsprogramm Interaktives Fernsehen. Zur Plattform Digitale Salzburg hatten sich Universität, Fachhochschule und Salzburg Research mit Unterstützung der ITG zusammengeschlossen. Ziel war und ist es, im Bereich digitale Medien zu forschen. Folgerichtig war das Thema des ersten Medientags interaktives Fernsehen auf dem Prüfstand. Meine Damen und Herren, das waren Sascha Bakarinow, Hans Rabal, Wilfried Rütten und Michael Wölfle, Ihnen vieren herzlichen Dank. Ich glaube, dieser erste Medientag 2004 Salzburg war ein Erfolg. Ich glaube, es wird einen zweiten Medientag Salzburg im Jahr 2005 geben. Herzlich willkommen beim zweiten Salzburger Medientag. Ich begrüße Sie im Namen der Plattform Digitale Salzburg, die diesen Medientag zum zweiten Mal veranstaltet. Nun die Wetteraussichten für das kommende Wochenende. Sie sehen es selbst, es wird regnerisch und kalt. Mit einem Wort, es wird grauslich. So geht es nicht. Ich brauche ein schönes Wetter morgen. Sonst schalte ich um. Oh, Moment. Kommen wir nun zum Wetter für das kommende Wochenende. Es wird sonnig. So stellte sich Salzburg TV 2005 die interaktive Zukunft des Fernsehens vor, die Thema des zweiten Medientags war. Es ist einfach immer wieder interessant, was der Nachbar zur Frage zum Tag zum Beispiel zu sagen hat. Und da möchte man das natürlich auch noch gerne zwei Tage oder drei Tage später nochmal anschauen, beziehungsweise welche Stellungnahme zu irgendeinem Projekt von Politikern abgegeben wurden. Für die Werbewirtschaft lukrativ ist jener Zuseher, der per Fernbedienung auf Werbebotschaften reagiert, sich beispielsweise nach einem Autowerbespot gleich den Prospekt ins Haus schicken lässt. In Österreich, besser gesagt in den Landeshauptstädten und deren Umland, fällt der Startschuss für digitales Antennenfernsehen am Nationalfeiertag, also in 9 Tagen. In Bayern, wo seit 17 Monaten umgestellt wird, hat sich die Verunsicherung schon gelegt. Wir haben hier natürlich ein schönes Beispiel im Sommer gehabt mit der Fußball-Weltmeisterschaft. Hier gibt es Vorzüge in der portablen Nutzung, die bisher so nicht üblich waren in der analogen Terrestrik. Die Leute haben Kleinempfänger gekauft während der WM, um auf einem Monitor parallel das Fußballspiel empfangen zu können. Das ist ein Zusatznutzen, den nur DVB-T bieten kann. Fernsehen immer und überall und das ohne Fernsehgerät. Spätestens bei der Fußball-Europameisterschaft im kommenden Jahr soll das möglich sein. Sie brauchen dafür nur ein entsprechendes Handy. Mobiles Fernsehen ist das Thema der vierten Salzburger Medientage. Beim fünften Salzburger Medientag war nicht Fernsehen im Kleinformat Thema, sondern das genaue Gegenteil. HDTV, hochauflösendes Fernsehen. Der Siegeszug der immer größeren Bildschirme im Wohnzimmer hatte begonnen. Digital Leben. Ein seit der Funkausstellung in Berlin ist die dreidimensionale filmische Zukunft wieder näher gerückt. Beim 6. Salzburger Medientag wurde am Freitag darüber diskutiert. Sie richten Ihr Handy auf den Boden oder auf einen Berg und schon werden auf dem Display zusätzlich zur Kameraansicht Informationen eingeblendet. Das können zum Beispiel die Namen der Berge ringsum sein oder die Lage der verlegten Rohre unter der Erde. Das nennt sich dann Augmented Reality, also erweiterte Realität, wenn reale und virtuelle Welt verschmelzen. Im Moment gibt es für solche Anwendungen einen richtigen Boom. Beim Medientag auf der Futura-Messe im Messezentrum Salzburg wurden heute Beispiele vorgestellt. Beim 8. Medientag wurde quasi Hochzeit gefeiert. Fernsehen und Internet sagten endlich Ja zueinander. Und bis heute ist die Verbindung nicht geschieden, im Gegenteil. Fernsehen und gleichzeitig surfen auf Tablet oder Smartphone. Dieser Second Screen bringt endlich die Interaktivität ins Fernsehen, die bereits beim ersten Salzburger Medientag Thema war. Den 10. Salzburger Medientag haben Sie heute selber miterlebt. Und nun seien Sie die Gäste der Plattform Digitale Salzburg. Lassen Sie uns gemeinsam den 10. Geburtstag des Salzburger Medientags feiern.